Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit einem meiner Lieblingsfilme, mit einem meiner Lieblingsdarsteller, Jim Carrey. Er spielt die Maske. Er ist regelrecht die Maske, Freunde. Denn kein anderer als Jim Carrey hätte diesen Film spielen können und er spielt ihn perfekt. Sein Gesicht passt perfekt zu der Maske. Seine Mimik, seine Gesten ist einfach genial. Der Film wurde 1994 gedreht und basiert auf einer Comicreihe. Und ja, auf dem Cover sehen wir hier den guten Jim Carrey, From Zero to Hero, und sein Hund. Ja, der ist auch ganz witzig. Gibt es natürlich auch auf DVD und als Blu-ray, den ich mir mal gegönnt habe. Und ich meine, ich habe auch davon die DVD gehabt und das wird also ein Upgrade-Video. Der Film, wie gesagt, 18 Millionen hat er gekostet und hat weltweit über 350 Millionen eingespielt. Also das nenne ich mal richtig Respekt, Freunde. Und der wurde 1995 für den Oscar für den besten Special Effects nominiert. Ob er den gewonnen hat, glaube ich nicht, aber zumindest nominiert. Und für den Golden Globe als bester Comedian hat Jim Carrey halt nominiert worden. Aber auch gleichzeitig wurde er bei der Goldenen Himbeere als schlechtester Darsteller nominiert, was ich absolut nicht verstehen kann, weil ich liebe einfach Jim Carrey und er ist ein klasse Schauspieler, hat super Filme und Maske ist eins davon. Es gibt davon eine Cartoon-Serie, Freunde. Ist eine 90er, 95 bis 97 wurden dann mehrere Folgen gedreht. Davon soll es auch mal eine DVD oder Blu-ray-Veröffentlichung geben. Wäre richtig nett, weil die war richtig abgefahren. Und einen zweiten Teil gab es auch von der Maske, der leider nicht so ankam, weil Jim Carrey einfach nicht im zweiten Teil mitspielt. Ja, die gute Cameron Diaz spielt hier mit und das war ihr erster Kinofilm. Ist ja auch eine richtig heiße Maus, die Kleine, und spielt in super Filmen. So, stellen Sie sich einen Wirbelwind vor, einen zum Leben erweckten Cartoon von Tex Avery, eine schillernde Erscheinung im extravaganten Anzug und dazu die unbändige Energie eines Sachs voller Flöhe. Und damit ist Jim Carreys geniale Darstellung von Stanley Ipkins, dem unterdrückten Angestellten, der so richtig aufdreht, sobald er die Maske aufsetzt, noch untertrieben beschrieben. Die mysteriöse Maske, die Stanley findet, ermöglicht es ihm, Dinge zu tun, die er sonst nicht kann. Wie Tina Cameron Diaz in ihrem Leinwanddebüt steht hier, ja, habe ich gerade schon gesagt, zu umgarnen und, warte mal, Gangster das Fürchten zu lernen. Und hinter all dem Spaß verbirgt sich die wahre Geschichte. Braucht Stanley die Maske wirklich, um die Person zu sein, die er gerne wäre? Ja. Das Ganze kann man in 1080p 16:9 anschauen. In Dolby Digital Deutsch 2.0. Englisch 5.1 und Dolby True HD Englisch 5.1. Untertitel haben wir Deutsch und Englisch. Specials können in Standardauflösung vorliegen. Tonformate können variieren. Ja, Untertitel Deutsch. Ja. Denn wir haben hier jede Menge Specials, Freunde, wie ihr seht. Zusätzliche Szenen, Audiokommentar vom Regisseur Chuck Russell. Audiokommentar vom Regisseur Chuck Russell, dem Vorstandsvorsitzenden von New Line Cinema. Ja, okay, so detailliert wollten wir das eigentlich gar nicht wissen. Bob Shea, Autor Mike Werb, dem ausführenden Produzenten, bla 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 bla. Okay, ja, man denkt hier, das ist alles so viel Bonusmaterial, aber hier sind die Produzenten und so weiter aufgezählt. Was interessanter ist, ist Retroperspektive Rückkehr von Edge City. Probeaufnahmen dürfen wir vorstellen. Cameron Diaz, Cartoon, Logik und was Fido zum Laufen bringt. Dazu ist noch ein USA-Trailer dabei. Ja, ganz nett.
Ja, er träumt hier von der heißen Cameron Diaz und da gibt es eine Tanzszene, Freunde, die geht richtig ab und dafür wurden die nominiert bei den MTV Movie Awards für die beste Tanzszene. Sie kann auch gut tanzen, finde ich, Cameron Diaz, hat sie schon bei den Charlie's Angel bewiesen und Jim Carrey ist auch, hat auch keine zwei linken Füße. Hier tanzt er richtig als Maske und dann kennt ihr diese alten Cartoons, Tex Avery, dann wird er, wenn er eine heiße Frau sieht, zum Wolf, so wuh. Ja, Leute des guten Geschmackes, jetzt packen wir das Ganze mal aus hier und die Maske ist einfach genial, ja. Ich denke, er hat auch so zeitnah auch Dumm und Dümmer gedreht, weil Dumm und Dümmer finde ich auch ein Top-Titel von ihm und wir schauen mal rein. Ja, die Blu-ray Disc sieht gleich aus und die wunderschönen plastiksparenden Hüllen. Ja. Warner Bros. Was macht ihr mit mir? Wieso bringt ihr sowas raus? Man fühlt es ja, leider. Aber gut, der Film ist klasse, den werde ich mir reinziehen. Hoffe, dass die Bildqualität auch gut ist. Ich möchte kein Kriseln sehen, ich möchte knallharte, wunderschöne HD-Grafik. Wobei, ich weiß nicht, mal gucken. Übrigens dauert der Film 101 Minuten und das war das Unboxing dazu. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Habt ihr den Film schon gesehen? Wenn nicht, auf jeden Fall anschauen. Ist bestimmt schon bekannt. Läuft öfters mal auf Kabel 1 und sowas. Ist ein perfekter Kabel 1 Film, finde ich. Die Maske mit Jim Carrey. So, das war's Unboxing. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.